Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme vom FC 24 am zweiten Spieltag der Premier League. Arsenal London, wir spielen bei Crystal Palace. Lasst uns reingehen. Erstmal noch die Ergebnisse von diesem Spieltag. Wir sind ja so ziemlich das Letzte, was heute spielt. Nottingham Forest, unser letzter Gegner, gewinnt 1-0 gegen Sheffield United. Luton gegen Burnley ebenfalls 1-0. Fulham unterliegt Bradford 1-2. Liverpool gewinnt gegen Bournemouth 2-0. Wolverhampton gegen Brighton 2-0. Tottenham, ManU 0-1. Manchester City gewinnt gegen Newcastle mit 3-2. Aston Villa gegen Everton 0-2. West Ham United gegen Chelsea 0-2. Und dann gibt's jetzt hier am 21. noch das letzte Spiel, nämlich unseres, nämlich Crystal Palace gegen Arsenal. Wir sind in der Tabelle, ist dann natürlich nicht aussagekräftig. Das 1-0 gegen Nottingham, natürlich 3 Punkte, verdammt wichtig. Crystal Palace hat im ersten Spiel auch gewonnen, 2-1. Also von daher, schauen wir mal, wie uns das heute gelingt. Auf geht's zur Aufstellung. Ich würde gegenüber letztem Mal nichts ändern. Wir werden also genauso spielen, wie ihr hier seht, mit Raya im Tor, in Defensive mit Gabriel und Saliba. Auf der rechten Seite mit White, links mit Zinchenko, defensiv mit Rice im Mittelfeld, genauso davor Havertz und Odegaard. Rechte Seite mit Saka, links Martinelli und im Sturm mit Jesus. Lasst uns also reingehen. Wir nehmen wie immer die Emotionen mit. Finde ich, gehört zum Spiel dazu. Also viel Spaß. Da laufen die Spieler rein und dann geht's los. Übrigens sehr, sehr schöne Trikots von unserem Gegner. Gefällt mir die Kombination. Wir spielen in unseren Auswärts- oder Ausweichtrikots in Grün. Also Anstoß Crystal Palace hier vom Selhurst Park. Viel Spaß. Bisschen bessere Chancenverwertung. Das ist das, was wir vom letzten Spiel mitnehmen müssen. Da waren wir jetzt nicht ganz so gut. Aber ist natürlich auch ein anderer Gegner. Lerma hier. Aber Rice dazwischen. Saliba. Auf Odegaard. Sehr schön gespielt. Kai Havertz. Oh, da komme ich, glaube ich, nicht in diesen Zweikampf. Das habe ich mir schon gedacht. Keine gute Situation. Na, schön von Zinchenko. Und nächster Angriff. Saka. Über die rechte Seite. Jesus. Aber da ist Odegaard. Da ist Odegaard. Der hat die Chance. Erster Schuss. Henderson hat den Ball pariert und direkt nach vorne damit. Ist der Manuel Riemann der Premier League. Kann man jetzt schon so sagen. Odyssee. Apropos Bochum, Odyssee, da war mal was. Sunday Odyssee, lang ist her. Ah, schön geholt den Ball, ja, Havertz. Ah, da sind wir aber jetzt ein bisschen alleine. Aufpassen, Martinelli, der ist schnell und dribbelstark, aber hier nicht gerade stark im Pass. Doucouré. Boah, schöner Pass da wieder auf Odyssee. Der geht hier mit einem Haken an unserem Abwehrspieler vorbei und schießt aufs Tor. Ja, dann aber vorbei, aber schön gemacht, muss man sagen. Rice, auch sehr ballsicherer Spieler da im Mittelfeld, auch sehr zweikampfstark. Boah, der Ball war allerdings jetzt hier nicht ganz so gut. So, der Ball nach vorne, der muss noch ein bisschen besser laufen, Leute. Da muss ich mir selbst mal an die Fahne schmeißen. Und hier wieder draußen Odyssee. Der ist auffällig, würde ich mal so sagen. Aber Gabriel kann den Ball abnehmen. Zinchenko. Martinelli. Schön auf Havertz. Sehr schön vorbei. Und jetzt mal Tempo aufnehmen. Genau. Mit Ball. Und jetzt sehr schön gespielt auf der linken Seite. Zinchenko ist dabei. Zinchenko. Was war das für ein Kack? Auch der Zweikampf ist dann wiederum ganz nice. Und wieder ist Odyssee durch. Ne, das ist Eckwart. Der sah jetzt ähnlich aus. Sorry. Da ist Odyssee. Gefährlicher Mann. Aber nur... Boah. Nur bis zum letzten Ball, wollte ich gerade sagen. Martinelli. Doucouré. Aber schön von Havertz eingesetzt. Gabriel. Neuaufbau. Zinchenko. Havertz. Jetzt mach Jesus. Der ist durch. Geht durch zwei Mann durch. Oh, aber dann der Ballverlust. Da muss der Pass schneller kommen. Der Pass war jetzt nicht so gut. Die Fans interessiert es nicht. White mit dem Einwurf. Saliba. Odegaard. Da hat sich Jesus schon verletzt.
Das ist natürlich dann schon ein Ausfall, wenn so einer ausfällt. Odegaard. Der kommt da einfach gerade nicht durch. Schlupp. Oh, aber schön Zinchenko. Foul da und das gibt jetzt auch Freistoß. Und auch gelbe Karte für den Spieler von Crystal Palace. Jake Decor mit Gelb. Ich finde die Grafik auch in England sehr schön. Also muss ich echt sagen, wie das so eingeblendet ist. Da können sich die deutsche Liga auf jeden Fall was von abschneiden, meiner Meinung nach. Schreibt es mir, wenn ihr es auch so seht. Schöner Pass jetzt, Odegaard, der ist jetzt mal durch und schießt. Wow, da ist der Keeper, Henderson. Das war doch mal eine Aktion. Odegaard mit dem Schuss. Aber Henderson kriegt die Pranke noch dazwischen. Deswegen aber auch Ecke. Die wird getreten hier von Martinelli. Oder? Ja. Ah, zu nah am Körper. Ich sag ja Ecken. Da muss ich nochmal in die Tutorials rein. Das hat sich ja beim beim Abwehren schon ganz gut gemacht. Da ist wieder Schlupp. Nicht ganz so gebräuchlicher Name. Vielleicht Schlapp gesprochen. Aber Schlapp hört sich negativ an. Martinelli. Sehr schön. Jesus. Ich hoffe nicht, dass er groß ausfällt. Havertz. Oh, hat sich fast selbst ausgetrickst. Hier aber schön gespielt. Oh, Riesending. Ich glaube, es war wieder Odegaard. Ja. Also da war schon mehr als eine Pranke dran. Sehen wir das nochmal in der Wiederholung? Ich glaube nicht. Saka steht schon für den Abwehr, für den Eckball bereit. Egal. Das sah auf jeden Fall besser aus. Da kommt der Eckball mal anders rein. Gabriel aber köpft nur in die Mitte. Wir müssen uns gleich in der Pause Jesus angucken. Es sind noch 5 Minuten bis zur Pause. Wir müssen wieder geduldig sein, ähnlich wie gegen Tottenham. Da ging es auch bis zur 88. Und dann stand es 1-0. Aber wir müssen auch defensiv aufpassen. Wer ist da? Isse. Aber Raya hat den Ball. Reus auf Odegaard. Der jetzt mal lang auf Saka. Der ist durch. Der ist schnell. Der ist schnell. Oder Spitzenwinkel mal versucht. Da war auch mitten alles zu. Und wieder der Keeper Henderson. Heute war bisher bester Mann auf dem Platz. Kann den hier auch abwehren. Ja, der war auf dem kurzen Pfosten. Da muss der Keeper natürlich auch sein, klar. Jesus. Hinten rum. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Und der Pass sollte auch gar nicht dahin kommen. Jetzt nochmal aufpassen, kurz vor der Pause, sich jetzt nicht hier noch einen einfangen. Schlupp, schlapp, wie auch immer. Der ist schnell, spielt dann nach hinten, komischerweise, aber durch den komischen Doppelpass kommt der durch und Isse ist da. Und Raya auch. Nochmal Riesenchance hier auch für Crystal Palace. Bieben wie drieben sind hier gerade einige Chancen. Die Nachspielzeit eigentlich abgelaufen. Ich gehe davon aus, die Ecke wird noch gespielt. Und Isse kommt wieder an den Ball, aber nicht ganz so gefährlich. Und dann wird jetzt hier auch abgepfiffen, Halbzeit. Es steht 0-0. Chancen auf beiden Seiten, okay. Nicht viel los steht hier. Das ist wohl korrekt. Wir schauen uns mal Spielinfo an. 51-49, 6-5 Schüsse. Auch gute Chancen für uns bisher dabei, aber es ist noch nicht. Achso, ich wollte mir ihn angucken. Jesus. Haben wir jetzt vergessen. Aber er scheint noch so weit auf dem Platz stehen zu können. Sonst würde er ja ausgewechselt. Wir bleiben erstmal dabei. Boah, Lärmer mit der Grätsche. Saka. Da ist wieder Jesus. Boah, der Pass sollte auf Havertz kommen, der da gut reingelaufen war, kam aber nicht. Isse. Der Mann der letzten 5 Minuten. Hat den Ball hier verloren. Zinchenko. Jetzt schneller Konter vielleicht mal. Aber wir kommen da manchmal einfach nicht durch. Die halten den Ball, passen ihn gut ab. Ha! Zinchenko. Saliba. Odegaard. Jesus.
Das Havertz, der dreht sich um die eigene Achse, aber wieder mal zu viel. Meine Güte, was ist da offensiv gerade los? Bin nicht gut drauf. Jetzt aber der Pass auf Jesus. Schon wieder dasselbe. Wenn ich so meine Champions League Spielstände sehe, wo ich auch teilweise ja, ein paar mehr Tore geschossen hat, verstehe ich gerade dieses Spiel hier überhaupt nicht. Das ist dann auch irgendwann Kopfsache. Ich glaube, ich muss das Gamepad auch gleich mal weglegen für ein Stündchen. Das ist dann irgendwann auch durch. Ihr kennt es vielleicht von euch. Jetzt passen wir auf. Das ist Crystal Palace. Über die Seite aber Gabriel. Der ist natürlich stark. So, jetzt mal ein bisschen konzentrierter vielleicht. Und dann so ein Ding. Der war eigentlich gut gedacht als schnelles Spiel. Aber wieder ist er weg. Schlapp. Wir werden jetzt mal gucken. Wir werden jetzt mal was wechseln. Zum einen ist mir Jesus ist angeschlagen. 63. Wir nehmen ihn jetzt mal runter. Wir bringen Trossard für ihn. Der kann es ja grundsätzlich auch. Und ja, bringen wir Vieira für Havertz. Heute auch irgendwie unglücklich. Komm, wir werden es mal machen und schauen mal, was die anderen so auf die Kette kriegen. Und wir bringen auch Nelson für Saka. Die drei Wechsel würde ich jetzt mal vollbringen. Gute halbe Stunde noch zu spielen oder knappe halbe Stunde. Es ist noch alles möglich. Vieira auf Trossard, da ist er doch, der Neue. Und er macht's. Die beiden Neuen im Zusammenspiel und schon Funst. Vieira auf Trossard, es steht 1-0, 66. Minute. Schön in den Raum gespielt und dann knipst er. Jetzt ist es relativ ruhig hier, nur die Ecke freut sich, verständlicherweise. Kein Abseits, genau der richtige Pass. Und dann mit rechts ins lange Eck. Da knipst der Joker. Zack. 1-0. Ja, beinahe hatten wir. Oh, ich sehe. Und der macht den Ausgleich. Ich habe mich von einer Körpertäuschung leiten lassen. Und nun haben wir auch das erste Gegentor in der Saison. Nicht unverdient. Wie gesagt, es ist ein komisches Spiel. Aber jetzt gehen wir gerade mal in Führung und dann da versuchen wir noch zu blocken. Gelingt uns nicht. Der Schuss gar nicht mal so stark geschossen. Naja. Vorbei ist vorbei. 1-1. Komm, weitermachen. Wenigstens sind hier mal Tore. Ich meine, 0-0 wäre jetzt langweiliger gewesen. Das stimmt natürlich. Aber auf das Gegentor hätte ich gern verzichtet. Da ist ein bisschen knapp, Nelson. Mal raus damit. Jawohl. Jetzt stellen sie uns da ganz gut zu, aber jetzt haben wir es geschafft. Zinchenko auf Vieira. Wieder auf Trossard. Und wieder dasselbe. Und wieder dasselbe Eck. Wieder Trossard. Wieder Vieira. Wieder linke Seite. 2-1. Einige haben das Auswärtstrikot an, die anderen in Rot freuen sich hier über diesen zweiten Treffer. Diesmal über die andere Seite aufgebaut, aber sonst im Prinzip selbes Muster, was vorhin nicht so funktioniert hat mit Jesus. Da kamen wir einfach nicht durch. Aber nicht nur mit Jesus, natürlich mit Havertz kamen wir auch nicht durch oder mit Odegaard. Und hier zwei frische Leute und es klappt. Wir würden jetzt mal was einstellen im Teammanagement. Wir gucken mal, dass wir da taktisch ein bisschen was machen. Pressing nach Ballverlust ist okay. Wir können aber mit dem langsamen Aufbau und Ballbesitz jetzt mal ein bisschen dort besser stehen. Wir werden auch die Tiefe mal ein bisschen rausnehmen, wenn man da auf 55 ist, okay. Und wir schauen mal, ob wir vielleicht defensiv, ja, Odegaard bringen wir, nehmen wir raus. Jorginho kommt rein. Und Martinelli ist auch nicht mehr so richtig zu sehen. Smith-Rowe mal dafür rein. Also auch nochmal zwei Wechsel. Das hat ja bisher gut geklappt mit den frischen Leuten, oder? Warum nicht nochmal? 73. Also, gute Viertelstunde noch. Oh, der ist schnell und geht mit dem Haken dran vorbei. Jetzt aufpassen, Gabriel ist schön. Trossard.
auf Smith Rowe. Der hat mir ja in der Champions League Spielstand jetzt überhaupt nicht so gefallen. Vielleicht hat er ja in der Premier League, kann er uns mehr zeigen. Da ist er. Schön das Dribbling. Und jetzt über außen, genau da muss er hin. Und das ist Nelson. Ah, der Schuss zu schwach. Ja, okay. Schneller Ball wieder von Henderson. Sivchenko. Sind noch 10 Minuten. Weit. Rice. Sivchenko. Ruff. Und der verliert den Ball. Der im Abseits zum Glück der Spieler. Jetzt aber wieder aufpassen. Schlupp. Oh, und der macht einen Kickdown hier. Glücklicherweise ist auch Football beliebt. Oder eher Rugby, glaube ich. Ne? Sei es wie es sei, kenne ich mich beides nicht aus. Haben wir jetzt ein bisschen Dusel gehabt. Sie drücken, also sie machen auch ein bisschen mehr auf da hinten. Also pressen auch mehr. Was ihnen jetzt hier auch gelungen ist und Raya muss retten. Uiuiui. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen hier hinten rauskommen. Trokore geht raus. Er bringt den neuen Mann. Kann ich mich aber jetzt nicht darauf konzentrieren. Wir wollen jetzt erstmal hier den Unheil abwenden. Vieira mit dem Kopfball raus. Es sind noch knapp 5 Minuten, Leute. Komm, das werden wir jetzt hier schaffen. Schön von Jorginho. So, jetzt sind wir auch wieder da in Unterzahl. Wir müssen uns erstmal finden jetzt. Hier, Vieira. Da sollte er jetzt nicht hingehen. Troussard auf Rice. Der aber jetzt schön auf White. So, jetzt gehen wir mal. Gehen wir mal. Da ist der Raum für Troussard, glaube ich. Ja. 3 Minuten Nachspielzeit. Jorginho auf Vieira. Und der auf Ruff. Oh, an den Pfosten. Was für ein Ding. Oh, nimmt er uns den Ball noch ab. Der sollte jetzt in die Mitte kommen. Aber das war nochmal ein Knaller. Schöner Zweikampf, wichtiger Zweikampf und dann ist auch Schluss. Wir gewinnen das Ding hier mit 2-1. Der Knaller von Ruff nochmal in der letzten Minute an den Pfosten. Das war nochmal ein Riesending, aber es hat letztendlich gereicht. 2-1 Sieg hier bei Crystal Palace, aber so eindeutig war es nicht. Also da haben wir jetzt auch ein bisschen Dusel gehabt, aber letztendlich, ja, wir gucken uns das gerne in Statistiken an. Troussard mit 2 Toren nach Einwechslung. Okay, das ist mal ein Statement. An Jesus, wir wissen ja auch nicht, wie lange oder ob er überhaupt verletzt ist, angeschlagen ist. Also wenn angeschlagen ist, haben wir kein Problem damit, Troussard zu bringen beim nächsten Mal. Das Endergebnis hier, Crystal Palace, Arsenal. 1-2. Lasst uns mal schauen, wie die Statistiken ausschauen. Also insgesamt 55% Ballbesitz, 9-10 Schüsse. Also da war jetzt Crystal auch besser, was das angeht. An Leistung, Troussard natürlich mit 2 Treffern und 8,7, genauso wie Vieira mit 2 Vorlagen. Ebenfalls nice. Sehr schön. Damit also auch unser zweiter Dreier. Wir gucken nochmal kurz rein, aber da sind wahrscheinlich jetzt schon wieder andere Spiele gespielt. Wir spielen als nächstes auf jeden Fall gegen Fulham. Wir gehen trotzdem mal kurz rein nach unserem Spiel. Ja, gab es nur ein Spiel, nämlich Chelsea gewinnt gegen Luton 2-0 und dann die restlichen Spiele, unter anderem unser Spiel jetzt gegen Fulham. Wir sind aktuell auf Platz 5, schauen wir uns das mal an. Chelsea führt aktuell vor Manchester City, Liverpool, Wolverhampton, dann wir, aber natürlich alles noch nicht so aussagekräftig. Wir sind dann nächste Mal gegen Fulham am Start. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich sage auf jeden Fall wie immer, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.